Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 1 des Jahres 2019. Wir wollen wie gewohnt hier am Wochenende natürlich auf das Big Picture der Märkte schauen und das auch für das Jahr 2019. Primär für die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar, Gold und heute auch wieder für den Markt WTI Crude. Wollen schauen, wo sind wichtige Widerstände und Unterstützungen und was ist in den letzten Wochen und Monaten passiert und was könnte vor allem in den nächsten Handelstagen hier in der Kalenderwoche 1 des Jahres 2019 passieren. Vorab, es ist ja eine verkürzte Handelswoche. Durch Silvester und Neujahr ist ja Montag und Dienstag Börsenfeiertag quasi. Und die Börsenwelt dreht sich erst wieder am Mittwoch weiter. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden hier in der kommenden Handelswoche Handelstage sein. Wie gewohnt, bitte an dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit, unterhalb des Videos hier entsprechend auf diese Märkte zu schauen. Und wenn euch zum Beispiel nur der S&P interessiert oder zum Beispiel nur Gold interessiert, dann könnt ihr dahinter auf die entsprechende Zeitangabe klicken und ihr kommt in diesem Video direkt zu der Analyse dann für den S&P, Euro, Gold oder WTI. Also ihr könnt quasi zwischen den Analysen hin und her springen, wenn ihr entsprechend hier auf diese Zeitangaben klickt. Und wir würden uns natürlich auch nach wie vor freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch gebt, wenn ihr hier dieses Video für gut befindet und entsprechend uns dann quasi als YouTuber damit belohnt hier mit einem Daumen nach hoch. Das hilft auf jeden Fall dem Kanal und auch natürlich der Möglichkeit, diese Videos hier weiterhin anzubieten. Wir blicken auch erstmal auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen dann auch nochmal erstmal kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Wie eben erwähnt, haben wir natürlich am Montag und am Dienstag in Europa und in den USA Feiertag, Börsenfeiertage. Die Börsen haben geschlossen und werden dann entsprechend erst Dienstagnacht quasi wieder anfangen, sich zu bewegen, entsprechend der verschiedenen Märkte natürlich. Und dann fängt es natürlich auch am Mittwoch erst kernmäßig an, hier, dass es interessant wird an den Börsen. Und somit stehen hier auch für Mittwoch, Donnerstag und Freitag ein paar, ja, teilweise wichtige Wirtschaftskennzahlen an, wobei wir das natürlich aus dem kommenden, vergangenen Jahr übertragen müssen. Wir hatten natürlich diverse Wirtschaftskennzahlen in dem vergangenen Jahr und auch in den vergangenen Monaten, die für die Börse wichtig waren. Und für mich ist ja an dieser Stelle dann mehr oder weniger eigentlich in Anführungsstrichen nur wichtig, ob sich zu Wirtschaftskennzahlen hier gerade wichtig fürs Daytrading die Börse zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls volatil bewegt, also wirklich schnelle Bewegungen aufkommen. Nicht, dass sich der Markt aufgrund fundamentaler Ereignisse oder Wirtschaftskennzahlen dann aufgrund dessen eben in den nächsten Stunden positiv oder negativ entwickelt, sondern für mich ist es wichtig, ob volatile Bewegungen aufkommen. Und da war es sehr, sehr häufig so, dass selbst zu den Non-Farm Payrolls, also zu Wirtschaftskennzahlen, die eigentlich nicht so unwichtig sind und hier auch Anfang des Jahres, natürlich meistens am ersten Freitag des Monats, wieder rauskommen, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft am 4. Januar 2019 um 14.30 Uhr. In den letzten Monaten haben sich die Börsen sehr wenig darauf spezialisiert, beziehungsweise haben sich eigentlich kaum entsprechend bewegt. Da kannte ich oder kenne ich andere Zeiten, die werden bestimmt auch wieder kommen, aber nach wie vor ist das jetzt nicht so kriegsentscheidend, wie man so schön sagt, und dann eben auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, die dann gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt dann rauskommen. Das ist nicht so wichtig, trotzdem sollte man nach wie vor natürlich darauf schauen und hier vielleicht nicht ein paar Minuten vorher irgendwie Positionen eingehen und sich dann wundern, dass vielleicht doch so ein bisschen Zucken zustande kommt und man ungünstig ausgestoppt wird. Also das auf jeden Fall beachten. Auch davor am 4. Januar dann entsprechend aus der Eurozone Verbraucherpreisindex, Erzeugerpreisindex und so weiter. Aber das sind noch, die sind teilweise noch weniger interessant, als es dann sogar die Non-Farm Payrolls aktuell sind. Hier dann um 16.15 Uhr vielleicht nochmal interessant, Rede, Fed-Rede des Paul. Hier ist es wichtig, es war in den letzten Jahren ja grundlegend so, dass schon gerade diese Fed und Donald Trump sich ja in den letzten Wochen und Monaten irgendwie nicht mehr so ganz grün waren. Somit kann das auch ein treibendes Thema fürs komplette Jahr 2019 werden. Also die Zinsen, die Zinspolitik in den USA werden
werden die Zinsen wie geplant weiter angehoben. Konservativerer wollten sie ja schon werden. Mal sehen, was da so passiert. Ich denke, da kann man fast das als Garant sehen, dass diese kleine Fehde, die da aktuell stattfindet, durchaus zu der einen oder anderen Bewegung führen kann. Somit ist das um 16.15 Uhr hier auf jeden Fall auch nochmal ein Faktor, wo man auf jeden Fall drauf schauen sollte. Alles andere, ISM-Index Donnerstag 16 Uhr, ja, auch mit 3 Sternen hier markiert, aber ich denke, auch das sollte nicht extrem zur Bewegung führen. Und für diejenigen, die hier eben mit japanischen Währungen oder ähnlichem unterwegs sind, wäre natürlich hier das Sitzungsprotokoll Bank of Japan interessant am Mittwoch, aber das kommt mitten in der Nacht und wenn man hier nicht größere Positionen hat, ist das ja auch generell erstmal relativ unwichtig. Also das, der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender, nichts so extrem Gravierendes, was wir aktuell beachten müssen, aber man sollte doch die ein oder andere Sache auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir blicken als allererstes, wie gewohnt, auf den DAX. Wir hatten ja im DAX auch in der vergangenen Handelswoche bedingt durch Weihnachten eine verkürzte Handelswoche und dann hat der DAX erstmal so ein wenig die Bewegung, die der Dow Jones und S&P schon am Montag, am 24.12., also am vergangenen Montag im Prinzip aufgeholt oder ausgearbeitet hat. Das machte dann der DAX ein wenig am Mittwoch nach und baute hier nochmal neue Bewegungstiefs aus. Um danach, das ging ja dann auch mit dem Dow Jones, der kam ja dann schon am Mittwoch wieder zurück mit einem extrem guten Tag. Auch das machte ja der DAX dann quasi noch nicht mit, weil auch da noch Feiertag und Börsenurlaub quasi war. Und dann kam hier entsprechend aber zum Wochenende auch Stärke in den DAX wieder rein. Er schloss grundsätzlich zwar auf sehr, sehr tiefem Niveau. Also wir sind hier unten, ja, das sind die Jahrestiefs. Also wir haben in der letzten Handelswoche des Jahres eben auch nochmal Jahrestiefs ausgebaut. Und wir sind lediglich, wenn man hier mal schaut, 10.300, 10.320, das ist so das Niveau der Jahrestiefs. Und wir sind aktuell hier gerade mal 250 Punkte, 260 Punkte in etwa von diesen Jahrestiefs entfernt. Also das ist nichts, wenn wir schauen, dass wir ja im Laufe des Jahres schon im Bereich 13.000 waren, sind wir natürlich auf sehr, sehr tiefem Bereich. Was natürlich weiterhin bedeutet, wir sind, und da sollte auch der Jahreswechsel jetzt erstmal nichts Gravierendes daran ändern, wir sind aktuell in den Indizes weiterhin in einem sauberen Abwärtstrend. Und solange hier das Chartbild nichts anderes zeigt, sind wir auch weiterhin hier abwärts tendierend. Und das bedeutet für mich, wenn wir mal dieses große Bild uns jetzt anschauen, dass ich natürlich weiter versuche, auf der Abwärtsseite primär grundlegend erstmal Szenarien zu suchen. Auch wenn wir dann am Freitag vielleicht etwas mehr den Fokus oder am Donnerstag den Fokus auf der Long-Seite hatten, Freitag ja dann schon wieder gerade im Dow Jones so ein wenig auf der Abwärtsseite. Also hier geht's grundlegend meiner Meinung nach erstmal rein charttechnisch weiter durchaus mit Möglichkeiten der Abwärtsseite und wir haben natürlich diesen Bereich, diesen psychologisch extrem wichtigen Bereich von 10.000 gar nicht mehr so weit weg und wir haben hier zwischen nochmal eine Unterstützung, die liegt so im Bereich 10.060, 10.070 und dann kommt ja schon relativ zügig der Bereich um die Marke 10.000, was jetzt hier als Unterstützung, als Kernunterstützung erstmal gar nicht eingezeichnet ist, sondern als nächste Kernunterstützung auf der Abwärtsseite würde dann bereits schon der 9.800er Bereich kommen. Also hier ist durchaus alles weiterhin auf der Abwärtsseite möglich und auch das Jahr 2019 könnte hier durchaus erstmal schwach beginnen und wenn wir uns diesen Move bedingt, also diesen Move dieser zwei Pfeile, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, der theoretisch stattfinden könnte, ja, wenn wir uns das mal anschauen und die Bewegungen auf der Abwärtsseite aus der Vergangenheit hier, also jetzt aus der kürzlichen Vergangenheit uns anschauen, dann ist das definitiv realistisch denkbar, dass der Markt hier diese Bewegung nochmal vollzieht. Denn es ist eine Bewegung, wie er sie in den letzten Monaten des Öfteren gezeigt hat. Und somit ist es dann hier auch nicht nur aus charttechnischer Sicht, sondern auch aus Volatilitätssicht durchaus denkbar, dass das dann hier durchaus stattfinden kann. Also hier erstmal primär der Blick auf die Abwärtsseite. Und dann machen wir ja oder suchen wir uns ja als zweiten Schritt immer noch einen richtungsentscheidenden Bereich raus. Also ich suche mir ja an dieser Stelle dann immer einen Bereich raus, wo ich sage, okay, ich möchte grundsätzlich die Abwärtsseite handeln, weil ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt hier erstmal weiterhin sich für die Abwärtsseite entscheiden könnte. Wenn er das dann tut, dann möchte ich verkaufen. Aber
es gibt für mich immer so einen Bereich, so eine Linie im Sand quasi, wo ich sage, okay, bis dahin ist das Bild eigentlich klar weiter abwärts tendierend. Sollte der Markt jedoch einen bestimmten Bereich überschreiten, dann ist es auch denkbar, dass eine etwas schärfere Erholung oder eine etwas ausgedehntere Erholung durchaus stattfindet, die dann eben zwar übergeordnet nach wie vor nicht zwingend dafür spricht, dass es jetzt eben über Tage und Monate weiter aufwärts geht, aber das ist natürlich dann denkbar. Und dieser Bereich, der ist gar nicht so weit weg von diesen aktuellen Kursbewegungen. Wir haben hier so eine Schiebezone, die liegt so in etwa, wenn man das mal wirklich ein bisschen kleiner macht, hier knapp unterhalb von 10.700 oder ist gar an diesem Bereich dran. Also diese Hochs der Vorwoche. Ja, dieser Startbereich am Mittwoch im DAX, dieser Bereich wäre für mich jetzt erstmal richtungsentscheidend. Also solange der DAX darunter bleibt, sollte das Bild erstmal klar abwärts sein. Wir suchen nach Abwärtsszenarien als erstes, das kennt ihr, mit dem Ziel, dass der Markt eben durchaus realistisch an die Allzeittiefs, an die Jahrestiefs 2018 beziehungsweise an die Vorwochentiefs im Prinzip ranlaufen kann, durchaus realistisch, und natürlich dann auch, dass der Markt durchaus die realistische Chance hat, weitere Bewegungstiefs auf der Südseite auszubauen. Das alles denkbar, sprich, selbst wenn der Markt schon ein wenig nach unten kommt, ist es auch dann später immer noch denkbar, hier zu verkaufen, oder natürlich auch, wenn er leichte Erholungstendenzen zeigt, um dann hier aus diesen Bereichen etwa 10.700 nach unten abzuprallen. Sollte der Markt darüber kommen, dann ist es denkbar, dass wir dieses übergeordnete, dieses große Bild eventuell etwas interessanter komplementieren. Und zwar ist das hier im Endeffekt mehr oder weniger das übergeordnete Chartbild. Also wir haben hier eine Abwärtsbewegung mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Und wir sehen, dass hier sogar mit einem doppelten Boden mehr oder weniger dieser Bereich eigentlich das letzte markante Tief dieser Abwärtsbewegung ist und rein charttechnisch dieses Tief natürlich dann auch nochmal getestet werden kann mit einer Aufwärtsbewegung, um dann übergeordnet aus diesem Bereich wieder nach unten zu gehen. Also Multi-Timeframe-Analyse ist das mehr oder weniger. Ich habe immer im Hinterkopf noch das übergeordnete Chartbild, agiere aber auf kleineren Chartbildern. Und das bedeutet jetzt, dass erstmal hier unten es sein kann, dass wir diese Abwärtsbewegung, diese aktuelle Abwärtswelle weiter nach unten fortsetzen. Das versuche ich auch erstmal hier zu verfolgen. Sollte der Markt aber dann über den 10.700er Bereich kommen, dann sieht es für mich erstmal danach aus, als wäre es durchaus denkbar, dass der Markt dieses übergeordnete Bild, also diese alten Tiefs hier gerne nochmal antestet, um dann aus diesem Bereich übergeordnet gegebenenfalls wieder die Abwärtsseite aufzunehmen. Bedeutet, dass ich zum einen hier, wo der Pfeil grün ist, etwas konservativer mit Verkäufen werde, weil es ja sein kann, dass der Markt erstmal noch ein Stück weit höher krabbelt, aber auch antizyklisch gegen die Kernbewegung, gegen die übergeordnete Kernbewegung, dann auch die Aufwärtsseite mal versuche. Weil wir haben natürlich dann aus dem Bereich 10.7 bis in den Bereich knapp oberhalb von 11.000 auch gute 300 Punkte, die natürlich im Daytrading eine interessante Bewegung darstellen, wo man auch gegebenenfalls den einen oder anderen Punkt sich kassieren kann. Aber was hier ganz wichtig ist, was wir aus dem, man muss ja immer sagen, vergangenen Jahr lernen, dass die Aufwärtsbewegungen, ja, also die hier dann eventuell stattfindet, auch am Freitag, beziehungsweise mehr am Donnerstag war das so, dass diese Aufwärtsbewegung, aber nee, es war auch Freitag, die da stattgefunden hat, extrem schleppend war. Und extrem schleppend bedeutet, dass es nervig ist, dort drin zu stecken. Der Markt bewegt sich zwar langsam in die Richtung, wie man es denn möchte, wenn man long unterwegs ist, aber teilweise extrem unsauber, charttechnisch unsauber, auch sehr, sehr choppy, was bedeutet, dass man eben teilweise, wenn man Stops nachzieht, diese dann doch gefillt werden. Also man muss da wirklich mit einem gewissen Feingefühl rangehen. Wir sehen das hier, schaut euch mal solche Aufwärtsbewegungen an, die hier teilweise stattgefunden haben. Hier, das ist ja im Prinzip auch eine Aufwärtsbewegung in Summe, wo dann große Gaps auf einmal zustande kamen oder eben zu Schiebezonen, bevor der Markt dann weiter nach oben wanderte. Und sowas kann auch weiterhin in den Aufwärtsbewegungen stattfinden. Somit ist es höchstwahrscheinlich auch erstmal in der ersten und vielleicht auch in der zweiten, dritten, vierten, fünften Handelswoche des Jahres
eher interessanter, auf die etwas, in Anführungsstrichen, etwas klareren Short-Signale zu warten, was aber bedeuten kann, wenn wir in Bereichen sind, wo der Markt erstmal steigt, dass wir vielleicht im DAX sogar ein, zwei Tage erstmal gar kein Setup bekommen, weil wir in Bereichen sind, die für uns, für Verkäufer, wenn man in Anführungsstrichen auf die klareren Verkaufssignale wartet, vielleicht gar kein Signal bekommt. Also das jetzt hier erstmal so der grobe Gedanke für die ersten drei Handelstage des neuen Jahres. Ich denke, Volatilität wird uns weiterhin beschert sein, denn die Volatilität hat uns nicht verlassen in den letzten Handelswochen und ich denke, dass jetzt auch dieser Jahreswechsel nicht dazu führt, dass wir auf einmal geringe Bewegung sehen. Gerade dieser Jahreswechsel, gerade die ersten Handelstage des Jahres bedeuten natürlich, dass der ein oder andere wieder Positionen eröffnen kann, eröffnen darf, eröffnen möchte. Was bedeutet, dass auch nicht selten etwas höheres Volumen zum Jahresanfang stattfindet, was dann eben auch in teilweise Volatilität münden kann. Und somit hatten wir in den letzten Jahren auch hier schon erste und zweite Handelstage des Jahres, die teilweise richtig große Tagesbewegungen ausmachten. Ich meine, wir sind aktuell in einem Umfeld, wo eh schon sehr, sehr große Handelsschwankungen stattfinden. Ja, somit ist das jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir natürlich auch in solch einer Art und Weise erstmal weitermachen und die entsprechenden Tagesvolatilitäten, die wir hier im DAX und auch im Dow Jones teilweise haben wir durchschnittliche Tagesschwankungen von 600 Punkten. Das ist extrem enorm. Und da sind wir hier im DAX, ich glaube, mit in etwa 200 Punkten durchschnittlicher Tagesschwankungen. Wir merken uns das Bild, das ist ja so mein Gedanke. Wir blicken hier, bevor wir zum S&P switchen, nochmal ganz kurz auf den Tageschart im DAX und blicken hier dann nochmal ganz kurz auf die tägliche ATR. Und da sehen wir, dass der Markt hier 182 Punkte durchschnittlich sich am Tag bewegt. Und ich denke, da werden wir auch durchschnittlich eben diesen Bereich erstmal, wenn dann vielleicht langsam verlassen, aber das ist hier auf jeden Fall durchaus denkbar, dass der DAX weiter Volatilität zeigt. Wir switchen über zum S&P, also zu den US-Märkten, die natürlich in einer ähnlichen Amplitude erstmal gen Süden gelaufen sind und nach dem Abarbeiten der wichtigen Levels, und ihr kennt hier ja eben das von meiner Herangehensweise, dass die wichtigen Bereiche dann auch eben lange im Chart drin liegen und ich die wichtigen Bereiche auch hier ja wirklich sehr selten anpasse. Und wir sehen hier im S&P, wie sauber, wir werden das auch später im Gold sehen, wie sauber der Markt sich wirklich von Level zu Level im Prinzip gearbeitet hat, ja, diese abgearbeitet hat und jetzt eben die Nordseite hier wieder eingeschlagen ist. Also wirklich eine interessante Erholung. Wir werden uns das aber auch gleich übergeordnet anschauen, was das hier eigentlich für ein Bereich ist, wo wir jetzt hängen geblieben sind am Freitag, wo der Jahresschlusskurs im Prinzip stattfand, sind jetzt hier wieder erholend, sind dann durch das erste Level durch, haben es dann von oben getestet, sind dann über das zweite Level durch und haben das jetzt schlussendlich von oben getestet und dann sogar in dem 2480er knapp darüber Bereich dann den Jahresschlusskurs markiert. Also wir sind grundsätzlich weiter abwärts tendierend. Wir sind hier auch mit größeren Volatilitäten am Laufen. Wir sehen das hier unten auch im 4-Stunden-Chart, dass die ATR am Steigen ist. Wir sehen das im S&P und im Dow Jones natürlich auch im Tageschart, dass die Volatilität am Steigen ist. Also hier teilweise von Tag zu Tag größere Schwankungen zustande kamen. Und ihr seht das auch. Mit dem Unterschied, wie weit Widerstände und Unterstützungen jetzt hier von meiner Seite auseinander sind. Ja, ihr seht hier oben, wo die Volatilitäten teilweise sehr, sehr gering waren. Ja, auch hier zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen höher, aber wir hatten hier teilweise relativ geringe Volatilitäten. Da sind natürlich Widerstände und Unterstützungen etwas enger beisammen, weil einfach, wenn weniger am Tag passiert, dann muss ich natürlich auch die Widerstände und Unterstützungen etwas mehr zusammennehmen. Und wenn dann die Volatilität zunimmt, wie sie dann in den letzten Tagen zugenommen hat, dann kann man eben auch Widerstände und Unterstützungen wie eine Ziehharmonika etwas weiter auseinanderziehen, weil einfach die Bewegungen größer sind. Und da brauche ich nicht mit irgendwie Widerständen und Unterstützungen arbeiten im S&P, die da irgendwie 2, 3, 4, 5 Punkte auseinander liegen. Nein, da kann ich eben, wenn der S&P mal schnell 50, 60, 70 Punkte am Tag macht, was schon, naja, ich will nicht sagen selten, aber was nicht so die Norm ist, dann ist es natürlich denkbar, dass ich dann eben auch entsprechend mal
mal meine Widerstände und Unterstützungen 50, 60, 70 oder gar noch weiter Punkte auseinanderziehe. Und wo sind wir jetzt im S&P gelandet hier mit dem Jahresschlusskurs? Wir ziehen das Bild mal ein wenig zusammen und schauen uns mal das aktuelle Börsenjahr an. Es war turbulent, es war volatil, es war sehr volatil, vor allem mit dem Blick auf die vergangenen Börsenjahre. Und da sehen wir, dass wir hier in diesem Bereich, und schaut jetzt mal, wir machen das ja jetzt hier in dieser Trading-Wochenanalyse immer nicht, aber schaut euch das mal bitte im Dow Jones an. Da haben wir genauso diese Tiefs vom Anfang des Jahres, das war hier Januar, Februar, wo der Markt das erste Mal dann diese Jahrestiefs ausgebaut hat. Die US-Märkte sich lange oberhalb dieser Tiefs gehalten haben, sogar neue Jahres- und Allzeithochs wieder ausgebaut hatten, um dann hier eben doch diese Jahrestiefs dann nochmal nach unten auszubauen und dann ja im Endeffekt 2320 im Endeffekt hier dann das Jahrestief war. Also hier schon nochmal erheblich tiefer, als wir das hier Anfang des Jahres markiert hatten. Aber in welchem Bereich sind wir reingelaufen, rein charttechnisch? Im Dow Jones noch, eigentlich noch klarer. Und das führte auch dazu, dass ich dann am Freitag schon wieder die Abwärtsseite im Dow Jones versucht habe. Denn der Markt kam im Prinzip, wir hatten ja hier so dieses erste Tief, dann ging der Markt hier nochmal nach oben. Und dann ist er hier jetzt quasi nach unten gelaufen. Hat jetzt hier diese alten Tiefs quasi von unten getestet. Das hat der Dow Jones noch ein bisschen klarer gemacht und führte dazu, dass ich jetzt am Freitag hier schon mal bedingt dessen, dass hier eben gerne Reaktionen an so markanten Tiefpunkten stattfinden, dann eben auch schon versucht habe, hier die Abwärtsseite zu handeln. Es ist allerdings nicht mehr so viel passiert am Freitag. Der Markt hat sich dort in diesem Bereich dann etabliert. Er ist zwischenzeitlich zwar nochmal so ein bisschen nach unten gekommen, aber nicht mehr gravierend. Es kam auf jeden Fall nicht nochmal ein Sell-Off auf der Unterseite. Aber wir liegen jetzt hier in einem wichtigen Punkt und deswegen auch nochmal der Ausflug kurz in das übergeordnete Bild. Wir können das Bild jetzt hier wieder zusammenziehen und wissen, dass wir hier aktuell an einem charttechnisch wichtigen Punkt sind und es hier durchaus denkbar ist, und das wäre auch erstmal mein favorisiertes Szenario für die kommende Handelswoche, dass ich es ganz gerne versuchen wollen würde, hier erstmal auf eine Gegenbewegung weiterhin zu setzen. Ob diese, und das muss man sich wirklich mal anschauen, ob jetzt diese Bewegung dazu führt, dass wir sogar erstmal hier wieder in Richtung der Bewegungstiefs laufen, beziehungsweise sogar der S&P neue Bewegungstiefs ausbauen kann. Soweit will ich mich jetzt erstmal gar nicht aus dem Fenster lehnen, denn wir haben ja auch im S&P nur 3 Handelstage. Und wenn wir uns das dann eben mal überlegen und schauen, okay, S&P aktuell, müssten wir mal gucken, wie viel wir hier aktuell im S&P durchschnittliche Tagesschwankungen haben. Da liegen wir aktuell bei 65 Punkten, das ist extrem viel, ja, für den S&P. 65 Punkte, und jetzt gehen wir wieder auf den 4-Stunden-Chart zurück, schauen uns das Bild an. Wir sind jetzt hier oben im Bereich 2490 grob, sage ich mal. Die Tiefs hier unten liegen im Bereich 2320, also 170 Punkte. Wenn wir wissen, 65 Punkte am Tag könnte sich theoretisch der S&P bewegen, dann ist es natürlich rein von den Punkten her durchaus realistisch, dass der Markt, aber dafür müsste er jeden Tag die komplette Handelsspanne auf der Abwärtsseite mehr oder weniger zeigen, um dann hier an diese Tiefs ranzulaufen. Somit ist das in der Theorie denkbar, aber ich denke, in der Praxis, wenn nicht wirklich extreme Aufkommen, denke ich, sollte der Markt, es klar, die Abwärtsseite möchte ich handeln, aber ich würde erstmal etwas konservativer hier rangehen, gerade auch erst für den ersten Handelstag. Wir werden das natürlich ja in den Livestreams dann auch immer uns anschauen. Wenn der erste Handelstag natürlich irgendwie schon 80 Punkte auf der Minusuhr zeigt, dann ist es natürlich auch denkbar, dass man dann doch vielleicht die Ziele hier etwas schärfer annimmt, vielleicht sogar neue Bewegungsziele, aber ich würde erstmal für die erste Bewegung auf der Unterseite diesen ersten Move in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus als realistisches Ziel annehmen wollen. Also hier Verkäufe suchen in Richtung, Moment, das sollte jetzt ein Fall werden, in Richtung der Tiefs im Bereich oder in Richtung der Unterstützung 2413, 2414 in etwa, dass der Markt das schafft. Und dann müssen wir uns neu entscheiden, ob man dann hier unten erstmal schaut, wenn der Markt sich leicht erholt, eben drauf setzt, dass es dann eben weiter sauber nach unten geht. Und das idealerweise sollte der Markt gar nicht mehr nennenswert
über die Freitagshochs laufen. Denn wir sind ja hier in diesem übergeordnet charttechnisch wichtigen Punkt. Es kann schon passieren, also das würde ich jetzt nicht ausschließen und das sollte das Bild auch nicht sofort kaputt machen. Wenn wir hier nochmal so eine blaue Kerze sehen, die hier vielleicht nochmal so ein bisschen neues Bewegungshoch ausbaut, ja, mit so einem kleinen Docht auf der Oberseite, das kann schon passieren. Ja, von mir aus auch noch eine zweite Kerze, die so in einer ähnlichen Art und Weise dann vielleicht aussieht, so. Aber dann sollte es auch nach unten gehen. Es sollte hier nicht gravierend weiter nach oben gehen. Somit als in etwa, wenn man mal einen Bereich annehmen möchte, und da haben wir hier aus der Vergangenheit so in etwa die 40, knapp unterhalb der 40, das ist so der 2500, ich schätze mal so der 38er Bereich, müsste man nochmal charttechnisch gucken. Alles, was so mehr oder weniger darunter stattfindet, das ist nicht sonderlich viel der Vorwochenhochs, nicht sonderlich höher. Alles, was darunter stattfindet, wäre gepaart mit dem Gedanken, dass es hier eben weiter nach unten gehen könnte, mit dem Ziel erstmal 2413. Bleiben wir... oder nicht bleiben, sondern gehen wir hier drüber und würden wir uns hier drüber etablieren, dann ist es denkbar, dass hier doch die Aufwärtsseite etwas stärker vonstatten geht. Wäre aktuell erstmal noch nicht das von mir favorisierte Szenario, weil das wirklich dann bedeuten würde, dass der S&P wirklich extrem stark ist. Ja, dass er wirklich enorme Stärke innehat, mit dem neuen Jahr dann eben auch Stärke findet und dann hätten wir hier ähnlich wie im DAX übergeordnet auch recht wichtige charttechnische Punkte, die dann hier im Bereich um die Marke 2650 beziehungsweise diese untere Grenze ist der Bereich 2600, dass der Markt es dann schafft, hier in diesen Bereich reinzulaufen. Ja, übergeordnet denkbar, würde ich aktuell noch nicht favorisieren. Wenn wir hier rüberkommen, dann muss ich mir das ganze Bild nochmal neu anschauen. Ich würde mir dann so ein Szenario jetzt erstmal noch gar nicht zurechtlegen, sondern hier lieber prozyklisch mit dem, ja, eigentlich aktuellen, was haben wir hier, den Start. Das ist Oktober, ja, des Jahres gewesen, wo es dann wirklich dann nochmal etwas volatiler zur Sache ging auf der Abwärtsseite. Ich würde mich diesem erstmal weiterhin anschließen wollen, dass es hier auch erstmal wieder ein Stück weiter gen Süden geht. Und in den Livestreams dann, wenn es wirklich gen Norden geht, müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt die Aufwärtsseite dann sinnvoll handeln können oder dann lieber bis zum Wochenende warten und dann in der zweiten richtigen, ersten richtigen Handelswoche des Jahres dann hier vielleicht auch auf der Longseite im S&P angreifen. Wir blicken auf den Euro. Hier will ich gar nicht so weit ausholen. Das bleibt eigentlich gleich das Bild, wie es auch in der letzten Handelswoche oder in den letzten Wochen und Monaten eigentlich der Fall war. Der Euro-US-Dollar bewegt sich aktuell und das war eben auch die Kernzeit des Jahres so. Wir hatten am Anfang des Handelsjahres hier im Prinzip noch eine Abwärtsbewegung, eine schöne Abwärtsbewegung, wo ich auch gutes Geld verdienen konnte. Das war diese Bewegung hier. Und dann wurde es eigentlich ruhiger um den Markt. Wir hatten zwar zwischendurch nochmal so ein paar Ausreißer dann auf der Unterseite, die wir dann auch gehandelt haben, wo wir dann auch Setups entwickelt haben, aber die Hauptzeit war der Euro-US-Dollar. Ich will das gar nicht jetzt großartig erstmal ausmalen, aber wir haben uns hauptsächlich seitwärts tendierend bewegt. Und hier unten, das ist ja eigentlich das aktuell Wichtige, wir haben uns hier immer kleiner von den Schwankungsamplituden bewegt und dann schlussendlich zwar mit leichten, kleineren Ausreißern immer mal ganz kurz auf der Nordseite, auch der Schlusskurs war ja jetzt oberhalb dieser unten kleinen eingezeichneten Schiebezone, aber der Markt hat sich in den letzten Wochen, und wenn wir das hier mal schauen, das war hier Mitte Oktober, seit Mitte Oktober bewegte sich der Markt mehr oder weniger durch den Bereich oder in dem Bereich zwischen in etwa 13,30 bis 14,30. Also extrem Shoppy in einer sehr, sehr kleinen Range von in etwa 100 Ticks. Was will man in einer Range von 100 Ticks als trendfolgender Händler großartig erreichen? Nicht viel. Es führte schlussendlich dazu, dass wir dann versucht haben, diverse Überlegungen, die eventuell hauptsächlich auf der Abwärtsseite, jetzt ist mir der Stift runtergefallen, hauptsächlich auf der Abwärtsseite dann stattgefunden haben, dass wir diese dann im britischen Pfund gehandelt haben, all dieweil dort die Volatilität wenigstens, auch der Trendcharakter des Chartes etwas klarer war, nicht extrem, aber wenigstens etwas klarer war, führte dazu, dass wir dann Ideen im britischen Pfund gehandelt haben, aber der Euro war, und jetzt kommt es für die Zukunft, und ist nach wie vor erstmal uninteressant. Denn was wollen wir jetzt hier erwarten? Wir sind seitwärts und der Markt muss jetzt erstmal zeigen, wir nehmen die Pfeile nochmal weg, der Markt muss jetzt erstmal zeigen, dass er gegebenenfalls wieder in eine Trendtendenz übergeht, was er aktuell nicht tut.
Es ist nach wie vor denkbar, dass sich der Markt weiterhin hier sehr, sehr choppy verhält. Er braucht einen Anstoß, er braucht einen Trendanstoß, dass er sich wieder in die ein oder andere Richtung etwas markanter bewegt. Jetzt ist es wahrscheinlich, dass wir wieder in diesen Bereich zurückrutschen und hier nach wie vor vielleicht hauptsächlich mal wieder mit einem Ausreißer nach unten, aber nach wie vor hier hauptsächlich in dieser Schiebezone aufhalten. Wenn wir darüber kommen, und so war ja auch der Kerngedanke, wenn wir hier drüber kommen auf der Long-Seite, dass es erstmal denkbar wäre, 15,30 als nächstes Ziel auf der Aufwärtsseite, aber nicht so extrem favorisiert, weil wir einfach die Kernrichtung abwärts haben, sondern vielmehr war es eigentlich interessant, hier unten die Short-Richtung zu handeln, mit dem Gedanken, dass der Markt eventuell diese übergeordnete Abwärtsrichtung endlich mal wieder aufnimmt, was er mal kurzzeitig hier in dieser Phase gemacht hat. Da hat er ja dann wirklich mal so eine Sequenz wieder so ein bisschen eindeutiger mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs ausgebaut, aber dann ging das hier unten wieder schon relativ zügig etwas stärker nach oben und dann ging es ja in diese Seitwärtsschiebezone über. Also hier kam dann nochmal kurzzeitig so eine Tendenz der Abwärtsrichtung auf, aber auch nicht so richtig schön. Und das möchte ich eigentlich sehen, dass wir hier runter rauslaufen und dann anfangen, eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs auszubauen. Und dann ist es schon durchaus denkbar. Da war so der Bereich 1,12 als nächstes Ziel. Und dann kann man eben schauen, da kommen noch diverse interessante Bereiche, die durchaus auf der Abwärtsseite ausgebaut werden können. Aber aktuell sieht das nicht danach aus. Ich würde zwar jetzt hier, habe ich mir so überlegt, für das kommende Jahr, oder zumindest nicht für das kommende Jahr, sondern für die ersten Handelstage, gegebenenfalls mal ein wenig meinen Handelscharakter oder meine Denkweise ein wenig anpassen. Und zwar war mein Gedanke ja, dass wir hier eben nach wie vor diese Schiebezone zwischen 13,30 und 14,30 haben. Und eigentlich die Short-Überlegung hier unten erst so wirklich aktiv wird. Ich würde mich mal ein wenig anpassen und würde jetzt sagen, okay, solange wir unterhalb dieses schon hier aus der Vergangenheit extrem wichtigen Bereiches 530 bleiben, dass wir es weiterhin versuchen auf der Abwärtsseite. Ja, somit fallen uns bestimmte Setups gegebenenfalls vor die Füße, die jetzt eben in den letzten Wochen nicht ganz so interessant waren. Aber auf jeden Fall weiterhin mit dem Gedanken, dass der Markt auch weiterhin seitwärts tendierend sein kann. Was einfach bedeutet, wenn man Short-Überlegungen eingeht, dass man die Ziele etwas konservativer wählt, wenn man hier oben in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel einen Short eingeht, dass man dann zum einen diese obere Grenze, die ist dann immer wichtig als Ziel, beziehungsweise dann natürlich die untere Grenze der Seitwärtszone. Hier die Mitte ist auch sehr, sehr wichtig, ja, so kleinere Ziele, also zwischen 13,30 und 14,30, dass man dann die Ziele etwas konservativer wählt. Zumindest für mich so als in den Währungen ist es ja so ein Mix aus Day- und Swing-Trading, da halte ich ja schon die Positionen auch mal 2-3 Tage aktuell. Aber es ist auf jeden Fall realistisch, dass wir aus diesem Bereich wieder in diese untere Grenze der Seitwärtszone laufen. Von mir aus auch mal so einen kleinen Ausreißer noch nach unten machen, aber ich würde eben nicht so aggressiv denken, wenn man hier oben irgendwo verkauft oder von mir aus auch vielleicht ein Stück tiefer, dass man jetzt zwingend davon ausgeht, dass der Markt hier sofort neue Bewegungstiefs ausbaut. Das ist für mich aktuell, weil der Markt eben mehr seitwärts tendierend ist, zu aggressiv gedacht. Klar kann er es machen, aber er zeigte, dass er es in den letzten 2 oder 3 Monaten eben nicht gemacht hat. Und auch hier möchte man ja dann Geld verdienen, somit wenn man verkauft und auch wenn man in der Vergangenheit in den letzten Monaten verkauft hat, hat es sich war es hilfreich, eben mit konservativeren Zielen zu arbeiten, teilweise auch mit Take-Profits zu arbeiten, trotzdem mit einem interessanten Chance-Risiko-Verhältnis, also das nicht verwechseln, ja, also nicht hier anfangen, großartig die 1:1 Chance-Risiko-Verhältnisse zu handeln, das kann eine Weile gut gehen, aber langfristig ist das kein vorteilbehaftetes Trading in meinen Augen, sondern man sollte trotzdem Chance-Risiko-Verhältnisse von mindestens 2:1 oder eben viel, viel besser haben, auch hier mit solchen Überlegungen. Und da muss man sich dann die Setups dann schon entsprechend aussuchen. Erst wenn wir über 15,30 kommen, dann müssen wir uns auch hier neu resetten und diesen Gedanken will ich jetzt noch gar nicht weiter ausführen. Denn wenn wir hier rüber kommen, sind wir wieder in einem nächsten wichtigen Bereich, der zwischen 15,30 und 17,30 liegt. Der war von den Volatilitäten etwas größer, das war dieser Seitwärtszonenbereich aus der Vergangenheit hier von Mai, also mehr oder weniger von Mai bis eigentlich hier Anfang Oktober, bis es dann mal kurz nach unten ging und ja dann hier unten dieser Seitwärtsbereich eintrat. Wenn wir über 15,30 gehen, dann kommen wir automatisch in diese Zone, was dann zwar bedeutet, okay, die Schwankungen waren hier etwas größer, vielleicht auch ein bisschen interessanter für zukünftige Handlungen, aber so richtig
richtig. Ein Trend kam auch hier damals ja nicht auf. Und es ist somit dann auch in der Zukunft erstmal denkbar, dass wir auch darüber wieder in so einer Seitwärtszone landen und hier dann auch die Denkweisen etwas angepasst werden müssen. Und da müssen wir dann auch schauen, das werden wir nächstes Jahr etwas stärker tun, dass wir uns die anderen Währungspaare, also nicht nur der britische Pfund, sondern auch den Yen und so weiter, etwas genauer anschauen, um hier vielleicht dann eben in anderen Währungen mehr Chancen zu wittern. Und auch ich habe mir das für das kommende Jahr vorgenommen, eben nicht nur Euro, US-Dollar und britischen Pfund zu beobachten, sondern auch die Major-Pairs ringsherum ein wenig mehr in Betracht zu ziehen. Und das werden wir dann auch zusammen kommendes Jahr machen. Somit im Euro, US-Dollar von meiner Seite erstmal nach wie vor nicht so viele Ideen. Wir switchen aufs Gold. Gold wunderbar gelaufen. Bilderbuchhaft ähnlich wie der S&P. Schauen wir uns das Ganze an. Sauber im Aufwärtstrend, sauber zum Jahresende hier nochmal dann den nächsten Widerstand um die Marke 1281, 1282 angelaufen, wirklich exakt hier oben nochmal getestet, um dann eben nochmal von dort leicht zu reagieren, um dann kurz davor auf Bewegungshoch, nicht auf Jahreshoch, aber annähernd auf Bewegungshoch den Jahresschlusskurs zu markieren. Und auch hier war es wirklich schön, wie der Markt mehr oder weniger diese Levels abgearbeitet hat, nach oben reagiert, drüber, hier zwar nochmal ein bisschen überpaced, aber dann nach oben Level abgearbeitet, nach oben reagiert, nach oben, nach unten Level abgearbeitet, nach oben. Also der ist hier wirklich um diese von mir angelegten Widerstände, Unterstützungen sehr schön gependelt. Wir hatten hier teilweise gute Setups, teilweise etwas zu defensive Setups, wo der Einstieg nicht zustande kam. Wir hatten aber, und das war auch mein Gedanke in den letzten Wochen, ja hier so langsam dann eben auch hier, nachdem dieser Switch nach oben kam, hatten wir mehr den Blick auf der Long-Seite. Hier unten hatten wir nochmal so ein bisschen gesagt, okay, hier sind wir vorsichtig, das lassen wir sein, was hier so drunter stattgefunden hat, aber dann sind wir hier relativ zügig wieder auf der Long-Seite gewesen. Und der Markt hat nach wie vor Long-Charakter. Es geht nach oben. Es ist ganz eindeutig, zumindest charttechnisch relativ eindeutig, dass es hier aktuell nach oben läuft. Wir sind natürlich jetzt wieder an einem eingezeichneten und charttechnisch wichtigen Widerstandslevel dran, 1282, aber es ist jetzt hier nicht auszuschließen und das ist ja nicht mehr weit weg. Der Bereich um die Marke, Moment, müssen wir mal kurz das Zeichenwerkzeug wieder aktivieren, das hier der 1300er Bereich, der hier in etwa hier liegt, dass dieser angelaufen werden kann. Charttechnisch durchaus realistisch. Idealerweise macht der Markt wieder einen Rückläufer, testet das letzte Unterstützungsniveau, um dann hier vielleicht nach oben zu laufen, um in Richtung 1300 zu laufen. So wäre auf jeden Fall, so wenn er diese aktuellen Amplituden weiter fortführt, wie er sie in den letzten Wochen getätigt hat, dann wäre das so in etwa die Bewegung. Was da für uns bedeutet, wir schauen natürlich erstmal weiterhin darauf, dass der Markt Long-Tendenzen ausbaut, beziehungsweise dass wir dann eben natürlich auch nach Long-Szenarien suchen. Aber er sollte wenigstens erstmal ein Minimum an Reaktion hier an diesem 1282er Widerstandsniveau zeigen. Erstmal hier so ein Stück weit zurückkommen. Wir schauen gleich nochmal untergeordnet, ob wir hier Unterstützungen haben. Idealerweise, wir hatten das hier vorne ja eben von der Oberseite getestet, hier von der Unterseite getestet, hier erst von der Oberseite getestet und dann sind wir hier rübergelaufen über dieses Niveau, wäre es natürlich der ideale Punkt, wenn wir hier nochmal hinkommen, um dann hier zu kaufen. Aber eben auch an den letzten markanteren Hochpunkten, sogar bis hier runter, wäre dieses Aufwärtsbild grundsätzlich weiterhin übergeordnet aktiv, um entsprechend aus den Kernunterstützungen zu kaufen, aber dann natürlich unterhalb von 63, was jetzt hier aktuell erstmal so dieses Kernunterstützungsniveau wäre, unterhalb dann eben darauf zu blicken und zu achten, dass es eben eventuell sogar bis in den 1240er Bereich wieder zurücklaufen kann, um von dort aus dann nochmal gegebenenfalls Schwung zu nehmen. Somit ist der richtungsentscheidende Bereich für mich in der kommenden Handelswoche, auch hier sind es natürlich dann nur 3 Handelstage, der Bereich um die Marke 1263. Also solange Gold sich darüber befindet, weiterhin denkbar Kaufszenarien zu suchen, in Richtung, wenn wir eben nach einer Erholung kaufen, in Richtung des letzten Niveaus hier 1282, also dieses Niveaus beziehungsweise das eben der Markt dann auch neue Bewegungshochs ausbaut, in Richtung 1300 läuft. Das wäre
durchaus realistisch in den nächsten, ich sag mal, anderthalb Wochen. Ob es jetzt wirklich in den nächsten 3 Tagen schon eintritt, müssen wir schauen. Kann natürlich sein, auch hier der Jahreswechsel. Erstmal jetzt kein Beinbruch, aber auch hier kann es sein, dass eben in den ersten 1-2 Handelstagen vielleicht ein bisschen mehr Volatilität reinkommt und dann eben der Markt sogar vielleicht auf der Ober- oder Unterseite einen Hauch mehr übertreibt, was eben bedeuten kann, dass es vielleicht sogar relativ zügig Richtung 1300 geht. Allerdings würde diese Bewegung höchstwahrscheinlich dann an mir vorbeigehen, weil ich jetzt nicht gewillt bin, hier aggressiv zu kaufen. Aber wir blicken hier nochmal zurück. Also wir machen das Bild, ziehen das nochmal ein bisschen zusammen und schauen uns das Ganze an. Wir haben hier im Prinzip schon einen letzten Rücksetzer gehabt, der jetzt hier am Freitag, beziehungsweise Donnerstag und Freitag stattgefunden hat, also dieser Rücksetzer hier, bevor dann der Markt entsprechend hier diese nächste Welle in Richtung des Widerstandes ausgebaut hat, hat jetzt sogar schon hier dieses letzte Hoch getestet. Also es ist hier nicht auszuschließen, dass es gleich weitergeht. Interessanter würde ich es, wie gesagt, finden, wenn wir hier doch nochmal so ein bisschen Schwäche sehen. Vielleicht findet diese Schwäche auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt, dass der Markt sich hier nochmal nach unten bewegt, um dann in diesem Bereich hier irgendwie die Long-Seite. Das wäre eigentlich so im Gold aktuell so mein favorisiertes Szenario, dass der Markt das täte, um dann in diesem Niveau hier unten Kaufgedanken zu finden. Hier oben ist mir persönlich das zu aggressiv, auch wenn es sein kann, dass der Markt sofort weiterhin Stärke zeigt. Denn wir sind, das ist hier, denke ich, klar, wirklich an einem sehr, sehr schönen, sauberen Aufwärtstrend, der eben wirklich Stärke zeigt. In diversen Situationen, nicht nur einmal. Abschließend blicken wir nochmal aufs WTI, denn ich denke, hier ist grundsätzlich erstmal die Messe weiterhin noch nicht gesungen, denn die Abwärtsseite nach wie vor aktiv. Aber was mir jetzt aufgefallen ist in der vergangenen Handelswoche, wir hatten ja schon mal eine kurzzeitige Bremse drin. Also wir sind ja im Öl wirklich massiv nach unten gekommen. Also wir sind ja aus dem Bereich 77 hier nahezu in einem Zuge bis in den 50er-Bereich gelaufen, hatten dann hier unten diesen Bereich, hatten wir uns auch schon angeschaut, das war eben hier unten alles relativ wichtig von der Unterstützung her, hatten dann hier mal ein paar Tage so eine Seitwärtsschiebezone, Amplitude wurde kleiner und dann kam der Break nach unten. Das ist auch erstmal nochmal alles hier in Anführungsstrichen relativ normal, aber jetzt kam hier nochmal so ein, wie so ein Sell-Off auf der Unterseite und eine sehr, sehr schnelle Gegenbewegung. Und diese schnelle Gegenbewegung schauen wir uns gleich nochmal an, denn es war eine Gegenbewegung, die wir so in diesem Maße auf jeden Fall nicht häufig in den letzten Monaten hatten. Ja, und diese Gegenbewegung kann schon jetzt auch hier übergeordnet dazu führen, dass sich das Öl wenigstens erstmal in diesen 50er-Bereich nochmal zurückerholt. Ja, übergeordnet ist durchaus denkbar, selbst der Bereich um die Marke 50, 51 wäre hier als Widerstand, als im Abwärtstrend sehr, sehr markanter Widerstandspunkt durchaus denkbar, sodass es dann aus diesem Bereich eventuell weiter nach unten geht. Also die Abwärtsseite grundsätzlich weiterhin denkbar, aber ähnlich wie in den anderen Märkten. Es ist schon möglich, dass wir eben erstmal die Trends, ja, dass wir so ein bisschen eine Pause einlegen, somit die Gegenreaktion, sei es auf der Aufwärts- oder eben auf der Abwärtsseite, dass es hier eben etwas, die Gegenreaktion etwas ausführlicher, etwas ausgedehnter stattfindet. Und das ist jetzt eben gerade durch diese Sell-Off-Bewegung hier erstmal auch mit diesem Gap nach unten nochmal. Und dann seht ihr es hier im 4-Stunden-Chart, dass diese Aufwärtsbewegung hier doch relativ zügig vonstatten ging. Das hatten wir zwar in der Vergangenheit auch, aber in diesem stärkeren Maße, hier ging es dann schon mal zweimal Kerzen nach oben, aber das war hier doch in den letzten Wochen relativ stark und somit ist es jetzt denkbar, dass wir vielleicht uns hier erstmal weiter nochmal gen Norden arbeiten können. Somit wäre auch hier ähnlich wie im S&P zum Beispiel dieser richtungsentscheidende Bereich, unter dem ich erstmal klar weiter verkaufen wollen würde, wäre hier so die Marke in etwa von 46,50 knapp darunter. Dieser Bereich, solange sich der Ölpreis bzw. hier WTI Crude in der CFD-Indikation unterhalb dieser 46,50 aufhält, mir vielleicht nochmal einen Moment leicht hochkommt, aber solange wir darunter bleiben, denke ich, ist die Abwärtsseite weiterhin aktiv. Es kann schnell dann auch wieder abwärts gehen, diese kleine Unterstützung hier nach unten durchschritten in Richtung 44, beziehungsweise dann eben auch diese Bewegungstiefs angegriffen im Bereich 42,50, um dann natürlich neue Bewegungstiefs auszubauen. Dass sich einfach die Abwärtsbewegung weiter vollzieht, weiter eben nach unten weiter etwas stärker vollzieht. Und wenn das eben nicht so stattfindet, sondern der Markt sich hier oberhalb etablieren kann, wäre
wäre es eben denkbar, dass hier der Bereich um die Marke 50 von der Unterseite nochmal angelaufen wird und da eben 46, 50 bis 50 eben auch ein Stück weit Bewegung ist, wäre es für denjenigen, der hier wirklich antizyklisch kaufen möchte, vielleicht auch mal einen Gedanke hier in irgendeiner Art und Weise zu kaufen. Und da muss man eben schauen, ich denke 50 bzw. 50, 50 wird nochmal massiv Widerstand darstellen. Ja, wo dann der Markt eben übergeordnet auch durchaus die, in dem Fall müsste man ja Schwäche sagen, Schwäche hat dann übergeordnet die nächste Welle auf der Abwärtsseite auszubauen, aber eben zwischenzeitlich vielleicht sich hier nochmal so ein bisschen nach oben hangelt. Somit auch hier so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Erstmal aktuell dort, wo wir uns befinden, ist erstmal noch alles klar in dem Kernabwärtstrend, wenn leichte Erholungen stattfinden, könnten die sich durchaus etwas erstmal stärker vollziehen, um dann vielleicht auch erst in der dann folgenden Handelswoche, dass dann die Kernseite wieder aufgenommen wird. Das werden wir uns dann natürlich aber am folgenden Wochenende, nachdem dann eben die drei Handelstage, die ersten drei Handelstage des Jahres stattgefunden haben, dann schon vollzogen sind. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir haben jetzt die fünf Märkte mal besprochen, auch eben auf die größeren Bilder geschaut. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Wenn wir uns natürlich auch in der kommenden Woche dann ab Mittwoch wieder in den Livestreams hören, wenn ihr mit dabei seid, wenn es wieder heißt DAX Long oder Short oder US Opening Bell, natürlich dort eben Trade Setups mit euch bespreche, teilweise eben auch Vortrade und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderbaren Jahreswechsel mit viel Kraft und tollen Trades für das nächste Jahr. In diesem Sinne euch eben Good Trades und Mega Trading, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.